Sesh. Smoking like a motherfucker high, little motherfucker bitch, please stop the play. Sesh, all of our boys dead to the mother boys, we can't hear what you're saying. So Freunde, hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gespannt, aber in erster Linie bin ich hungrig, deswegen will ich jetzt schnell nach Hause. Ich habe auch gleich eigentlich noch einen Termin um 15:45 und es ist schon nach 15:20. Das heißt, es wird jetzt wieder ein bisschen stressiger. Was ihr hier seht, ist übrigens keine Probefahrmaschine, das ist meine Maschine, die habe ich gerade gekauft. Mal so beiläufig erwähnt. Machen wir mal an den guten Ruf. Klingt geil. Ich muss erst mal hier rüberfahren. Einlegen. So, ja Freunde, der Tag ist endlich gekommen, in dem ich mir meine eigene Turnung geholt habe. So Freunde, ich bin sehr gespannt. Hallo. Hallo. Ein sehr schönes Motorrad. Ich werde euch jetzt hier erst irgendein Video zum Erklären machen, das habe ich schon mal gemacht. Ihr kennt sicherlich noch meine beiden Videos, Aprilia Tourno Part 1 und 2. Ich freue mich gerade einfach nur, dass ich meine Maschine endlich habe und dass ich die hier fahren kann. Ich sitze hier schön gerade drauf, das gefällt mir echt gut. Und die ist halt auch schön schnell. Die hat jetzt aber 4 Kilometer runter, wie ihr vielleicht da unten gerade seht. Vielleicht seht ihr es auch nicht. Deswegen werde ich immer schön Gemach machen. Die hat auch neue Reifen drauf, also logischerweise bei der neuen Maschine, ja. Wäre mies, wenn sie da gebrauchte Reifen draufhauen würden. Ja, erstmal will ich irgendwie einfach nur nach Hause kommen. Weil ich habe es übelst eilig. Miese Zeiten. Ja, die klingt geil. Alter Schwede. Ja, der Sound ist geil von der Karre. Kann man echt nie anders sagen. Ich habe auch gar nicht so viel Benzin gerade drin. Einen Quickshifter nutze ich jetzt auch noch nicht, weil ich habe dazugelernt, wie man weiß, man lernt nie aus. Das weiß ich noch gar nicht so lange tatsächlich. Ich weiß jetzt, dass man beim Quickshifter, wenn man den hat, nicht einfach beliebig hoch drücken kann, die Schaltraste, sondern man muss, wenn man den Quickshifter benutzt, muss man schon im oberen Drehzahlbereich sein, 7, 8, 9000. Und darf nicht vom Gas runtergehen. Ich wiederhole, man darf nicht vom Gas runtergehen, weil man sonst sein Getriebe kaputt macht. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, weiß doch jedes Kind. Das mag sein, ich wusste es noch nicht bis vor kurzem. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das sieht in meinen Tourno-Videos. Ich habe dort die Karre mies in der Hinsicht, weil ich bin immer kurz vom Gas runter, wenn ich gequickshiftet habe. Weil ich halt dachte, sollte man vielleicht so machen und nicht halt drauf bleiben, damit das Getriebe auch mal kurz eine Pause hat. Nee, soll man eben nicht machen. Und da man eben erst im oberen Drehzahlbereich überhaupt schalten soll und ich die jetzt nicht im oberen Drehzahlbereich fahren werde, weil sie noch eingefahren werden muss, weil ich sie diesmal einfahren werde zum Glück, genau aus dem Grund werde ich die jetzt halt nicht ziehen. Oder werde ich den Quickshifter jetzt erstmal gar nicht verwenden, die ersten 1000 Kilometer. Aber das ist nicht schlimm. Es ist ein sehr, sehr schönes Bike. Ich habe schon richtig Bock, ich bin richtig gehypt, die jetzt zu fahren. Und da meinen Spaß jetzt mit zu haben. Also ich habe echt Bock auf diese Karre. Und nicht wundern, ich habe mein Kennzeichen bisschen provisorisch angebracht. Also eigentlich war es jetzt so, der gute Herr vom Aprilia Shop, ich fahre mal rüber. Der gute Herr vom, oh, jetzt habe ich Fernlicht angemacht. Wo geht das jetzt aus? So. Der gute Herr vom Aprilia Shop meinte nämlich zu mir, soll ich erst morgen abholen. Morgen 14 Uhr. Weil er, wie gesagt, mit dem Kennzeichen muss noch ein paar Bohrungen nachsetzen und so und das passt mir nicht ganz. Dann habe ich erstmal gesagt, okay, passt, fahren wir 14 Uhr morgen. Ich habe dann danach auf den Wetterbericht geschaut, ja, wie sieht es eigentlich aus? Und dann habe ich gesehen, soll den ganzen Tag regnen. Dann dachte ich mir, nee, ich werde bei Regen definitiv keine neue Maschine abholen mit neuen Reifen und die dann erstmal komplett einsauen, direkt auf der ersten Fahrt. Das habe ich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich werde doch nicht nochmal ein komplettes neues Wochenende warten, bis das Motorrad überhaupt, bis ich das überhaupt mal fahren darf. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen gibt es halt nur einen Ausweg und zwar eben, dass ich es heute hole. So, ich habe 15:45 einen Termin. Das ist noch relativ weit von hier. Es ist 15:27. Ich gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Das wird wieder ein bisschen stressig. Wir gucken und hoffen mal, dass es klappt. So, und da war das jetzt eben so, dass ich dann ein paar Kabelbinder mitgenommen habe, mir meinen Seitenschneider eingepackt habe, den ich gerade in der Tasche die ganze Zeit rumfummel. Das habe ich mir beides genommen und dachte mir, auf zum Aprilia Store, schnell das Bike abholen, bevor ich noch den Termin habe. Und ja, hier bin ich. Hey, seht ihr, jetzt wird es plötzlich dunkel. Sehr schön. Jetzt wird das gute Motorrad auch ein bisschen verbrannt, riecht die ersten Kilometer. Eben aus dem Grund, weil der Auspuff noch ein bisschen einbrennen musste. Der Motor ist übrigens schon wahnsinnig gerade. Ist auch sehr schön. Aber dieses Verbrannte, das habe ich ja lange gerochen. Ich mache gerade die ganze Zeit das Fernlicht an irgendwie. Das ist ein bisschen nervig.
Weil ich habe die Hand beim Blinken immer an der Kupplung. Und dann mache ich auch schön das Fernlicht an. Oder komme immer dran zumindest. Boah, es geht so schön weich hier zu schalten, ne? Geil. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen an das Motorrad. Federt auch schön. Muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn ich das erstmal habe, dann sollte das eigentlich alles kein Thema mehr sein. Ich habe jetzt auch mein Auto neben dem Aprilia Store. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe mein Auto neben dem Aprilia Store stehen lassen. Ich sage das dreimal ganz schön hintereinander. Und werde das dann ganz entspannt, ganz gemach heute Abend abholen, mein Auto. Fahre ich mit dem Emmy-Roller nochmal hin und hole dann mein Auto ab. Genau. Und da sind auch die ganzen Sachen jetzt drin von der Aprilia, also die Sozius-Abdeckung oder diese andere Sozius-Sitzmontur-Dings. Also er meinte, ich kann da irgendwas umbauen. Muss ich mir mal angucken dann. Er hat mir so alles jetzt mal schnell gezeigt. Ich dachte mir so, Junge, beeil dich, ich habe keine Zeit. Ja, jedenfalls genau. Jedenfalls genau. Boah, die geht geil. Die geht so schön vorwärts, auch im unteren Dreserbereich. Er meinte auch gerade zu mir, hier kannst du ganz andere Tricks drauf machen. Ja, gut. Noch, lass mal so stehen. So, jedenfalls, ich mache hier noch eine ganz entspannte Runde heute Abend und hole mein Auto entspannt ab. Fahre dann hier noch eine schöne kleine Runde mit dem Motorrad. Das mache ich dann alles ganz chillig, ganz easy. Weil ich jetzt gerade noch erklärt bekommen habe, ihr seht diese ganzen Zeichen da unten. Nachrichten, Akku, Handy, Check, Helm, was auch immer. Das ist, hat er mir kurz gesagt, wenn du hier diese Multimedia-Plattform einbaust. Also, wenn du dein Handy mit dem Motorrad verbindest, dann zeigt er dir da unten wie so eine Statusleiste. Die Statusleiste, also den Status von deinem Handy an. Finde ich persönlich ziemlich cool eigentlich. Dann bin ich mal gespannt, was man da noch machen kann. So, ich werde dann auch meine Handyhalterung ganz entspannt anbauen noch heute Abend. Echt empfehlenswert, wenn ihr euch so ein Motorrad holt. Oder wenn ihr gerade ins abholt oder vorhabt ins abzuholen, nehmt euch da auf alle Fälle eine Menge Zeit mit. Macht das nicht so im Stress wie ich jetzt. Also ich finde diesen Auspuff-Sound, ich muss sagen, ich finde den sexy. Also wenn ich hier im unteren Drehzahlbereich mal kurz Kupplung ziehe und Auspuff, genau, Motor aufdrehe, dann klingt der besser als meine Carver. Dieses Bike ist so geil. Ihr seht, die gute Corona-Brücke, die eingestürzte Brücke ist immer noch eingestürzt. Das wird bestimmt auch noch eine Weile so bleiben. Alter, fängt es jetzt hier an zu schiffen oder was? Nee, oder? Das fängt jetzt hier nicht an zu schiffen. Ey, ich gehe heulen, wenn das jetzt anfängt zu regnen. Alter, jetzt muss ich ja noch schneller nach Hause, Mann. Oh, hier kann man schön balancieren, merke ich gerade, geil. Hier fühlt sich richtig leicht an. Na genau, Freunde, ich werde euch auf alle Fälle jetzt heute Abend noch ein kleines Video machen davon. Weil ich habe jetzt erstmal ein bisschen sehr viel Stress. Kann jetzt das noch nie in Worte fassen hier. Für euch, bis gleich. Ich schließe das gleich mit an. Aber für mich, bis später. Also dann, bis gleich. Hui. Genau, Freunde, so. Da sind wir jetzt. Ich mache kurz mein Cardo aus, damit das hier nicht noch mehr leerer wird. Ich befürchte, dass ich meine Kawasaki jetzt sehr oft einfach nicht mehr fahren werde, weil das einfach mehr Spaß macht. Ich weiß es auch nicht, also das ist einfach geil so, wisst ihr, ich meine? Es bockt halt einfach sowas von dieses Motorrad und okay, jetzt ist es nicht eingefahren, ich kann es jetzt natürlich nicht so schön ziehen und keine großartigen Experimente machen, vielleicht der Spaß hält sich im Moment noch ein bisschen in Grenzen, aber ich meine, wenn die erstmal eingefahren ist, dann kann ich hier einfach Gas und durchquickshiften, wisst ihr? Das ist so geil. Ich habe da schon richtig Bock drauf. Aber erstmal habe ich das Motorrad. Das ist das Wichtigste. Und es macht einfach Spaß damit zu fahren. Es ist einfach nur geil. Der Tacho ist zwar klein, ne, ist aber auch nicht schlimm. Es gibt ja Motorräder, die haben ja so ein riesen Display oder irgendwas. Siehe MT07 zum Beispiel. Also alles gar kein Thema. Und jetzt fängt es an zu regnen hier. Ja. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Wenn es jetzt anfängt richtig zu regnen, bevor ich zu Hause bin, gehe ich aber kurz. Nee. Oh, da blibbert es schön. Bumm, bumm. Genau. Fühlt sich gut an. Ich glaube, dadurch verlernt man ein bisschen dieses Downshift-Gas. Wisst ihr, was ich meine? Ich persönlich, wenn ich bei der Kawasaki fahre oder runterschalte, dann gebe ich ganz gerne mal beim Runterschalten so kleine Gasstöße, um die Drehzahl sozusagen dem Gang anzupassen, in den ich schalte. Dann geht das auch gleich viel besser mit dem Runterschalten. Und es klingt auch natürlich tausendmal besser. Jetzt habe ich hier wieder Fernlicht angemacht. So. Ich komme immer an diesen Fernlichtschalter. Das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Das ist ein bisschen sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dass dieser Fernlichtschalter hier so komisch ist. So. Hier kann man das Motorrad hervorragend kaputt machen. Boah, Junge. Was man noch ein bisschen sehr merkt, ist die Vibration. Diese Zweizylinder-Vibration. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist nicht mal zwingend schlecht. Das fühlt sich eigentlich eher so geil an. Wisst ihr, das blubbert so. Das finde ich eigentlich echt cool. Auch sehr schön männlich, kann man echt nicht meckern. Also, so, jetzt schalte ich mal mit Kupplung runter. Ihr seht, das geht noch ein bisschen besser.
Dieser Blipper ist halt wirklich eher so für eine Rennstrecke gedacht. Oder wenn ihr mal wirklich auf richtig gottlos Landstraße ballern gehen wollt, dann ist ein Blipper so eine gute Wahl. So, jetzt muss ich natürlich mal aufpassen. Ich habe jetzt an meiner Kawasaki neue Reifen drauf und auf der Aprilia hier neue Reifen drauf. Gut, bei der Kawasaki sind sie jetzt relativ gut runtergefahren, relativ schön gleichmäßig. Auf der Aprilia, ja, habe ich noch recht große Angststreifen, weil ich heute, wie gesagt, den ersten Tag fahre. Das gute Motorrad hat jetzt eigentlich, mal gucken, 32 Kilometer habe ich jetzt runter. So, ich habe 32 Kilometer runter, die stehen auf dem Odometer. Ja, mehr ist es noch nicht. Und ich sag mal, wenn ich so eine 200 ungefähr draufstehen habe, dann ist so langsam die Zeit, wo ich sagen kann, okay, jetzt sind die Reifen eingefahren, aber das Rest, der Rest vorbei leider noch nicht. Der ist dann eingefahren, wenn ich so eine 1000 draufstehen habe, beziehungsweise nach meinem 1000 oder so natürlich sind. Naja, ich habe auch gerade gar nicht gequickshiftet und nichts, also es war ganz normales Anfahren. Ganz normales Anfahren. In dem Sinne, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier ein gutes Video geworden ist. Ja, ich habe es abgeholt, bin ein bisschen gefahren. Habe jetzt noch eine kleine Abendrunde hier gemacht. Es fängt jetzt auch gerade an zu regnen, sonst würde ich schon ein bisschen rumfahren. Dementsprechend, ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Guckt auch meine nächsten Videos wieder. In dem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Hui.